Vielleicht jetzt. Vielleicht spielen wir jetzt 4 gegen 4. Ich will es aber nicht verschreien. Weißt du, wir sind zu viert. Und die Gegner nicht. Was ist denn hier los? Oh, Server Performance, please. Aber ich kann jetzt hier mal eine kurze Story aus meiner Kindheit erzählen, die mir jetzt gerade einfällt im Zusammenhang mit nachts aufstehen und zocken. Mein Bruder, der 3... Scheiße. Der, ja, 3,5 Jahre circa älter ist als ich. Der hatte auch schon deutlich früher einen eigenen PC als ich. Ich wollte zwar immer schon einen eigenen PC haben, aber da waren meine Eltern recht konsequent. Was ich jetzt, wo ich älter bin, sehr gut finde. Auf jeden Fall habe ich früher ab und zu immer bei ihm im Zimmer übernachtet. Das war damals cool, als ich halt noch jünger war. Jetzt schießen so Raketen auf mich, ne? No problemo. Und irgendwann, als er seinen eigenen PC hatte, habe ich natürlich komischerweise immer öfter bei ihm übernachtet. Und dann habe ich mir immer einen Wecker auf... so 3 Uhr in der Nacht gestellt. Und bin immer aufgestanden und habe einfach immer in der Nacht gezockt, so von 3 bis 5 Uhr. Und ohne Witz, das waren einfach eine der geilsten Zockerstunden überhaupt. Da habe ich dann immer Battlefield Heroes oder Die Siedler oder irgendwie solche Games gezockt und einfach immer Headset auf. Und dann saß ich da im Dunkeln, mein Bruder hat hinter mir gepennt. Und ich habe ein bisschen gezockt. Das war ziemlich cool. Genau so fühle ich mich jetzt gerade. Bloß jetzt haben meine Eltern keinen Stress damit, wenn ich es mache, weil die einfach sagen, es ist deine Zeit, selber schuld, wenn du so viel zockst. Wisst ihr, wenn man halt Sniper spielen könnte, dann könnte man den Typen halt aus der Luft schießen, aber ich kann es halt nicht. Ich glaube, ich werde wieder zum normalen... Ne, ich werde nochmal zum Roller greifen. Mit dem Roller habe ich ja auch nicht viel gezockt, weil ich ja da auch immer die Verbindungsprobleme hatte, als ich Roller gespielt habe. Ich denke, ich werde jetzt dann nochmal den Roller auspacken. Ich denke, 3 Runden Klecks-Konzentrator reichen, um festzustellen, dass ich einfach zu schlecht dafür bin. Aber vielleicht kriege ich meine Spezialwaffe nochmal. Fände ich jetzt irgendwie angebracht, hätte ich Bock drauf. Ja, richtig. Da haben wir sie. Ich finde die sau schwer zu steuern, ohne Scheiß. Oh, jetzt haben wir nochmal einen erwischt, geil. Weil die sich halt auch nicht so gut steuern lässt. Weil wenn man nach rechts und links zieht, dann... Also ich sag mal, die reagiert halt nicht direkt auf Eingaben, sondern... Ja, die zieht es halt so immer hinterher. Oh, toll. Kaum ist man Let's Player und versucht seiner Community was zu erklären, kommen die Raketen und... Habt ihr mal Respekt vorm Let's Player, ey Wichser. Oh, nice. Okay. Gewonnen haben wir natürlich trotzdem. Es war aber auch mal wieder ein 3 gegen 4, wie irgendwie zu erwarten. Vielleicht, wenn ich jetzt den Roller nehme, haben wir eine stabilere Lobby. Mit 3 gegen 3, dann das 2 rausfliegen. Sagte ich gerade 2. Wenn 2 rausfliegen. Oder dann eben 4 gegen 4. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich war natürlich letzter. Gib mir jetzt den Roller. Jetzt rasiere ich. Okay. Molluskelbudi wieder. Der Roller ist ausgewählt. Und ich hoffe, wir spielen 4 gegen 4. Okay, noch. Also, zumindest spawnen bei beiden Teams 4 Leute. Das ist ja schon mal was. Das sind schon mal Voraussetzungen, die wir vorhin nicht hatten. Ich bin optimistisch. Ich habe übrigens eine stylische Frisur, muss man sagen. Ich mag die neuen Frisuren in Splatoon 2. Die taugen mir. Aber der Tintenverbrauch dieses Rollers taugt mir einfach mal absolut gar nicht. Der ist so krass. Der ist so riesig. Da ist dieser Tintentank einfach mal so schnell leer. Aber ich habe auch schon meine Spezialfähigkeit. Das ist angenehm und vielleicht können wir auch gleich Gebrauch davon machen. Oh shit, da zieht schon einer auf mich. Ich sehe, dass er mich sieht und ich sehe, dass er auf mich zielt. Und verkacke einfach so gnadenlos. Ich glaube, ich werde die Sniper einfach nie spielen können. Ich glaube wirklich, um Sniper spielen zu können, musst du mindestens 30 Stunden Sniper spielen. Du musst dich einfach zwingen, immer wieder Sniper zu spielen. Und irgendwann kannst du es einfach. Aber das lernst du nicht einfach so mal eben von 0 auf 100. Ich habe schon wieder keine Tinte. Das kotzt mich an, der Scheiß. BAM!
Bam! Ja, glaub, ich könnte mich einfach so ficken, ne? Zack, habe ich den auch noch erwischt. Scheiße, Double Kill. Ich finde so scheiße, dass sie es wirklich nicht hinbekommen haben, diesen Double Kill abzuschaffen. Ich mag den einfach nicht. Und egal, was sie da für eine logische Erklärung bringt, es gibt einfach keinen anderen Shooter, in dem das ist. Und das hat auch einfach seine Gründe. Aber naja, was soll's. Dann sagen die Leute wieder, oh, was Süvi, Splatoon ist doch kein Shooter. Doch, genau das ist es und nichts anderes. Ich verteile jetzt hier mal ein bisschen gelb-grüne Farbe, keine Ahnung, was das genau sein soll. Nochmal bei den Gegnern, dass sie auch einfach mal sich wieder um ihren eigenen Spawn kümmern müssen. Und meine Spezialfähigkeit ist auch schon wieder aufgeladen. Zack, ich roll dem jetzt einfach hinterher. Oh, der wurde schon von meinen Kollegen gekillt. Schade. Aber macht nichts. Wir sind einfach weiter fröhlich dabei, Farbe zu verteilen. Am Ende ist das Einfärben ja immer noch wichtiger als das Killen. Killen ist zwar befriedigender, das muss man auf jeden Fall sagen. Über einen Kill freue ich mich mehr als über eingefärbte Fläche. Aber eingefärbte Fläche gewinnt am Ende eben das Game. Und das muss man sich einfach immer wieder im Kopf rufen. Egal wie killgeil man ist. Die Gegner sind nur noch zu zweit übrigens. So viel zu, wir machen mal wieder ein ausgeglichenes Match. Bam! Ich liebe die Fähigkeit. Was ich mich jetzt nur frage, bei dieser Fähigkeit, bei dieser Druckwelle, die man macht, springt man ja auch kurz nach oben, bevor man auf den Boden schlägt. Und genau in dem Moment, wo man nach oben springt, kann man da getötet werden? Das würde mich mal interessieren. Zack! Yen, mach einen Abflug. Ich bin der bessere Rollerspieler. Aber auch das ist wieder kein ausgeglichenes Match gewesen. Ich bin zwar zufrieden mit meiner Leistung. Sehr schön. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich gespielt habe, aber ich kann meine Leistung ja an nichts messen, wenn der Gegner unterlegen ist. Das ist wie, wenn ich als Schwergewicht im Boxen antrete und gegen ein Kind kämpfe. So, ich kann das Kind natürlich trotzdem verprügeln und kann mich als Sieger feiern, aber das ist nicht die Anerkennung, die ich will. Oder das Kräftemessen, was ich möchte. Gib mir jetzt ein ausgeglichenes Match. Nintendo, please. Neue Runde, neues Glück. Wieder im Korallenviertel. Mit dem geilen Benz AMG da unten. Mit der G-Klasse. Wir sind 4. Und die Gegner sind 4. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Aber es ist halt schon echt krass, ne? Dass die AFKs immer nur im Gegnerteam sind. Echt verrückt. Also, nicht, dass ich... Also, ich finde es natürlich irgendwo sehr angenehm, weil dadurch ich des Öfteren gewinne. Aber ein bisschen auffällig ist es schon. Vielleicht kommen die amerikanischen Verbindungen einfach nicht damit klar, dass sie gegen den Europäer spielt und dann wirft es die immer raus. Okay, Moment mal. Machen wir mal was? Ja. Mach hier mal keine Faxen. Ich wollte gerade meine Spezialfähigkeit zünden. In Amerika spielen mir zu viele Leute Sniper. Hier ist ein Skateboard. Das war in Europa nicht so. Aber die Japaner sind immer noch am schlimmsten. Aber irgendwie Japaner sind hier gar keine unterwegs. Voll strange eigentlich. Stimmt, ich habe noch keinen einzigen Japaner gesehen. Wie viel Uhr ist denn bei denen? Ich habe keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich 9 Stunden voraus. Bei denen müsste gerade Mittagszeit sein. Eigentlich eine gute Zeit, um zu zocken, oder? Denke ich mir gerade so. Ratatatata. Tja, da habe ich ihn mit seinem Ghostbusters-Rucksack im Rücken direkt gekillt. Tja, leg ich nicht mit mir an. Der Roller ist auch eine Waffe, mit der ich gut, die ich wirklich gern mag. Mal gucken, ob ich den noch weiter oben erwischen kann. Bam! Nein, okay. Ich kann die Leute auf der gleichen Ebene erwischen, aber da war noch einer. Ja, gegen den kämpfe ich jetzt einfach mal nicht, ne? Zack, weg mit dir, sehr schön. Gegen den Sniper da oben kann ich aber immer noch nichts machen. Zack, sehr schön. Den haben wir jetzt in die Enge getrieben. Die Gegner sind übrigens wieder zu dritt. Damn, was ist hier los? Always AFK. Nicht so Everyday Saturday, sondern Everyday AFK. Das ist der neue Track von MC Hübi. Ich merke schon, ich darf mich da gar nicht so aufregen. Ich muss das Ganze mit Ironie nehmen. Ich finde es halt schade. Ich finde es halt echt schade. Vielleicht liegt es auch einfach an den Amis, dass die Amis einfach alle so Ärsche sind, die einfach mitten in der Runde rausliefen. Und ich beleidige die ganze Zeit die Server. Vielleicht sind die Amis einfach so frustriert, dass ich so gut bin. So, wie gehe ich jetzt am besten gegen den vor? Erwischen tut er mich hier nicht. Bam! Der lebt noch. Scheiße.
Ja, ich weiß, ich müsste mich nicht mit dem anlegen, aber gegen irgendjemanden muss ich ja kämpfen, wenn die anderen immer down sind. Und übrigens, wenn ihr oben an die Leiste guckt, da sieht man immer, welche Waffen der Gegner hat. Und manchmal leuchten diese Waffen ja auch so Regenbogenfarben, wie jetzt gerade der Kleckskonzentrator bei den Gegnern. Ich glaube, das bedeutet, dass der so eine Spezialwaffe aufgeladen hat. Finde ich eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, auch ein bisschen fies. So, jetzt haben wir den Ding mal wieder erledigt, sehr schön. Also da kann man irgendwie gar nicht so, ja, ich weiß nicht, auf den Überraschungsmoment zielen. Obwohl, wenn man seinem Gegner gegenübersteht, hat man nicht Zeit, kurz da oben in dieser Liste nachzugucken. Oh, hat der gerade seine Spezialfähigkeit aufgeladen? Das ist, okay, ist eine ganz nette Info, aber ich glaube, Spielrelevanz ist jetzt weniger. Immerhin haben wir wieder gewonnen. Ein weiteres 3 gegen 4. Mann, sind wir gut. Und jetzt war ich auch mal wieder Erster. Sehr schön. Das ist die Position, wo ich hingehöre. Okay. Jetzt zeige ich den Amis wieder, wer der King im Korallenviertel ist. Ja, 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 ja. Ich muss sagen, ein bisschen vermisse ich mein Bett ja schon. Es ist da hinter mir und Rot ruft so: Tobi, leg dich wieder rein. Ich bin so warm und kuschelig. Ja, ich weiß, liebes Bett. Ich komme bald wieder. Aber, ich bin gespannt, wie gut ich wieder einschlafen kann. Weil ich jetzt doch einigermaßen fit bin, aber ich weiß doch von früher, wie vorhin erzählt, dass ich heimlich immer gezockt habe. Da konnte ich auch noch immer gut pennen. Nach meinen nächtlichen Sessions. Oh, wen haben wir denn da? Zack! Da haben wir doch direkt mal jemanden aus der Luft gefischt. Ich habe jetzt nur Angst, ja, dass ich jetzt hier irgendwie von hinten erledigt werde. Sehr schön. Das Jetpack ist meiner Meinung nach echt keine gute Spezialwaffe. Zack. Scheiße. Ich zünde jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob irgendeiner in meiner Reichweite war, aber ich habe dadurch jetzt meine Tinte wieder aufgeladen. Weil ich glaube, da war nämlich einer hinter mir. So, da haben wir Marquardor. Toll, der hat jetzt einen Abflug gemacht. Jetzt habe ich keinen Kill für den bekommen. Du Arsch. Hör auf, dich selber umzubringen. Zack. Weg mit dir. Übrigens spielen wir gerade immer noch 4 gegen 4. Was ist hier los? Zack. Warum waren es keine 2 Kills? Ah, deswegen. Der Typ ist gerade disconnected. Ach so. Ja dann. Dann ist das ja kein Problem. Immerhin konnten wir 1 Minute 20 lang 4 gegen 4 spielen. Und dann habe ich auch direkt viel mehr Kills, wenn einfach viel mehr Opfer rumlaufen. Bam. Tja. Not with me. Ich glaube echt, wenn irgendwann so ein... Wenn du halt so rumläufst und auf einmal erscheint so ein Klecksrollerkreis um dich rum, dann denkst du einfach nur so, oh fuck, ich hab verschissen. Und da machst du einfach bam und du wirst zerberstet. da oben ist ein Sniper. Ich weiß, es ist dumm, sich mit ihm anzulegen. Der lebt noch? Scheiße. Ja, ich sollte nicht im gegnerischen Spawn rumhampeln. Aber was soll's. Ich muss ja irgendwie das 3 gegen 4 ausgleichen. Ich finde das ätzend. Ich finde das wirklich ätzend. Vor allem, warum ist der AFK immer im Gegnerteam? Das kann auch langsam keine Ausnahme mehr sein. Hat das irgendwas mit mir zu tun, dass ich den europäischen Netcode habe? Und die Amis darauf irgendwie nicht klarkommen? Oder woran liegt das? Ich kann es euch echt nicht erklären. Aber hier werden doch bestimmt auch Europäer zocken. Ich habe nämlich gerade auf Twitter geschrieben, na, wer zockt um 4 Uhr? Und Todovs und Julian haben schon geschrieben, dass sie auch zocken. Und es zocken bestimmt noch andere, die aber halt einfach nicht auf Twitter aktiv sind. Also es nehmen mit Sicherheit auch Europäer und Asiaten dabei. Aber ich sag mal, diese, wie jetzt schon öfter erwähnt, dieses Testfire ist, glaube ich, vor allem halt für Amis ausgelegt. Sieht man halt auch daran, dass hier viele, dass man viele amerikanische Namen sieht. Zack, not with me. Aber ich finde es schade. Wie gesagt, macht keinen guten Eindruck für die Server-Performance. Vor allem für die Server soll man dann zahlen? Da müssen sie noch ein bisschen optimieren. Ziemlich dringend. Zumindest haben wir, glaube ich, noch keine einzige Runde verloren, oder? Haben wir am Anfang irgendeine Runde verloren? Ich weiß nicht, ob wir mit der Sniper eine verloren haben. Aber ich glaube fast nicht, ne? Bisher haben wir eigentlich jede Runde gewonnen. Wir sind die Kings. Oh yes. 6 zu 1 und ich war Erster. Und Meister hat die Runde verlassen. Es war wahrscheinlich sogar ein Europäer. Ich bin enttäuscht von dir.